des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich. Wir feiern Gottesdienst zum Sonntag Rogate. Rogate betet, Jubilate jubelt, Kantate singt, so hießen die beiden letzten Sonntage. Wir sind in der Zeit nach Ostern und wir reagieren mit unserem Jubel, mit unserem Singen, mit unserem Beten auf die Auferstehung Jesu. Das Leben, Gott ist stärker als der Tod. Darum feiern wir Gottesdienst. Vater unser im Himmelreich, der du uns alle heißest gleich, Brüder sein und dich rufen an, und willst das Bieten von uns an. Gib das nicht bieten, von Herzensgrund. Geheiligt wird der Name dein, dein Wort sei uns Hilfalten rein, dass auch wir leben heiliglich nach deinem Namen würdig. Wir beten mit Worten des 95. Psalms. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott, und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Ihr seid dem Vater und dem Wir kommen vor dich und bitten dich, öffne unsere Herzen, dass wir dir nahe kommen. Darum bitten wir dich im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Epistel für den heutigen Sonntag, Rogate, steht im Brief an Timotheus im 2. Kapitel. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht. Amen. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Der meine Sünden vergeben hat, der mich von Krankheit gesund gemacht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht an. Der mich im Leiden getröstet hat, der meinen Mund wieder fröhlich macht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht an. Der mich vom Tode errettet hat, der mich behütet bei Tag und Nacht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Liebe, vergiss es nicht an. Der Erd und Himmel zusammenhält, unter sein göttliches Ja-Wort stellt, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht an. Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 6. Kapitel über das Beten. Jesus lehrte seine Jüngerinnen und Jünger und sprach: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten,
um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Vater unser im Himmel. Es folgen die Worte, die wir alle kennen und so oft gemeinsam miteinander beten. Jesus fährt fort. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Amen. Dein Will geschehe, Gott zugleich. Auf Erden wie im Himmelreich. Gib uns Geduld in Leidenszeit, Gehorsam sein in Lieb und Leid. Wehr und Steuer allem Fleisch und Blut, das wieder deinen Willen tut. Gib uns heut unser täglich Brot und was man brav zur Leibesnot. Behüt uns, Herr, vor Unfriedstreit, vor Seuchen und vor teurer Zeit, dass wir in gutem Frieden stehen, der Sorg und Geizens müßig gehen. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Bruder Jesus, dem Christus dieser Welt. Rogate, betet, so steht's über diesem Sonntag und über der Woche, die vor uns liegt. Beten, warum eigentlich? Das Beten lädt dazu ein, von mir selbst abzusehen, mich nicht immer in den Mittelpunkt zu stellen und um mich herumzukreisen, sondern an eine andere Adresse mich zu wenden, abzusehen von dem, was ich bin, und alles in die Hände Gottes zu legen. Sören Kierkegaard hat einmal gesagt, dass er immer gedacht hätte, dass wenn er betet, viele Worte machen müsste, so wie wir es im Evangelium gehört haben, wie es die Heiden tun, viel plappern. Und je inniger er betete, desto mehr merkte er, dass er immer weniger zu sagen hätte und am Ende ganz still wurde. Und in diese Stille hinein geschah etwas anderes. Es wurde gesprochen. Gott sprach zu ihm. Gott spricht zu uns im Gebet, wenn wir uns selbst einmal loslassen. Nicht immer um uns selbst kreisen, sondern alles in Gottes Hände legen und von Gott erwarten, dass er etwas mit uns tut und uns ändert. Darum, liebe Gemeinde, rogate, bete. Und dann gibt uns Jesus die Worte, mit denen wir beten können. Es beginnt mit einer ganz vertrauten Anrede, unser Vater. Gott kümmert sich um uns und weil er uns liebevoll annimmt, darum können wir unser Herz ihm öffnen. Und dann kommen die Bitten, die als erstes von uns absehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe.
Es geht darum, in Einklang mit Gott zu kommen, uns auf ihn, auf seinen Plan für uns Menschen, auf seinen Plan für die Schöpfung einzulassen. Nein, es dreht sich nicht immer alles nur um das, was ich möchte, sondern es geht darum, dass Gott unseren Weg führt und wir uns auf ihn einlassen. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, unsere existenziellen Sorgen und Nöte kommen in dem Gebet zur Sprache. Das Brot, die Nahrung, das, wovon wir leben sollen. Schuld und Vergebung, unser Miteinander in der menschlichen Gesellschaft. Es spielt eine große Rolle in dem, was uns Sorgen macht, was unsere Hoffnungen und unsere Ängste betrifft. Und all das drücken wir vor Gott aus. Und führe uns nicht in Versuchung. Das, was uns Gott schenkt, lädt uns immer wieder ein, dass wir es auch missbrauchen. Wir bekommen unser tägliches Brot, aber wie gehen wir damit um? Geben wir weiter, was Gott uns schenkt? Oder lassen wir uns in Versuchung führen und sammeln in unseren Scheunen, auf unseren Sparbüchern, was uns geschenkt ist als Menschheit? Und wie gehen wir mit Vergebung um? Nutzen wir die Schuld des anderen, um ihn zu erpressen und Macht daraus zu ziehen? Oder geben wir die Vergebung, die Gott uns schenkt, weiter? Geben wir die Liebe, aus der wir leben, weiter? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wir orientieren uns an Gott. Aus seiner Güte leben wir. Auf seine Gnade vertrauen wir. Und Jesus lädt uns mit den Worten des Vaterunser-Gebetes dazu ein, jedes Mal, wenn wir es sprechen, diesen Weg zu gehen. Von der vertrauten Anrede hin zum geborgenen Vertrauen, das auf der Erfahrung beruht. So lasst uns beten. Lasst uns im Gebet unsere Sorgen und Ängste, unsere Hoffnungen und Befürchtungen ausdrücken. Aber mehr noch, lasst uns im Gebet in Einklang mit Gott kommen. Plappert nicht wie die Heiden, so sagt es Jesus. Wir brauchen nicht Worte, nicht viele Worte. So wie Verliebte, die beieinander sind, manchmal stundenlang ganz still beieinander sitzen, im gleichen Gefühl, im Einklang des Atems. Im Gebet sind wir im Einklang mit Gott. Immer mehr, je öfter, je länger wir das Beten üben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. All unsere Schuld vergib uns, Herr, dass sie uns nicht betrübe, mir, auch unseren Schuldigen, ihr Schuld und viel vergeben gern, zu dienen mach uns allbereit, in rechter Lieb und Einigkeit. Für uns, Herr, in Versuchung, der böse Geist dann fliegt, zur linken und zur rechten Hand, hilf uns tun starken Widerstand, im Glauben fest und wohlgerüst und durch des Heiligen Geistes. Wir halten miteinander Fürbitte und wir nehmen Bitten auf, die hier in der Gemeinde gesammelt wurden. Bitte schenke mir ein paar Momente in deinem hellen Licht. Lass mich bewusst werden, immer wieder. Lass mich erwachen
damit ich nicht mehr in diesen dunklen Gängen des Egos herumirre. Danke, Gott. Bitte um Gesundheit bei mir, meiner Verwandtschaft, Freunden und Bekanntschaft. Wir bitten dich für deine Schöpfung, Gott, für das Wunderbare, was du geschaffen hast. Hilf uns, so zu wirtschaften und zu leben, dass wir unsere wunderbare Erde, die du gemacht hast, bewahren. Wir bitten dich, Gott, für alle, deren Herz voller Angst ist, für alle, die traurig sind, schenke uns Mut. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen, dass du ihnen Geborgenheit in deinem himmlischen Reich schenkst. Gemeinsam beten wir mit deinen Worten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von allem Übel uns erlöst, es sind die Zeit und Tage bös, erlöst uns von dem ewigen Tod und tröst uns in der letzten Not. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er schenke dir Frieden.